äußerst wichtiger Punkt, den man immer im Hinterkopf behalten muss, ist der: Entweder man entscheidet sich dafür, man macht etwas, oder man lässt es komplett sein. Aber dazwischen gibt es keine Variante, für die man sich entscheiden kann. Weil, wenn man nicht voll konzentriert bei der Sache ist und sich sagt, ich investiere nicht nur Zeit, sondern auch meine komplette Energie, mein komplettes Bewusstsein, meine komplette Offerte, die ich da jetzt mit einspielen lassen kann. Erst dann ist man auch vollkommen zu 100% bei dieser Thematik. Aber nicht, indem man sich sagt, oh, ich gucke mir das mal an oder ich höre mir das mal an oder ich könnte ja irgendwie etwas daraus entnehmen. Nee, das funktioniert in keinster Weise. Und das ist eine Eigenschaft und eine Eigenart von vielen Menschen da draußen, um sich einfach nur zu sagen, ja, es könnte ja interessant sein, aber ich weiß noch gar nicht, ob ich das wirklich möchte. Warum hört man sich das dann an? Entweder man beschäftigt sich mit der Thematik oder man komplettiert das außen vor und sagt sich, ich bin da raus. Man kann immer Ja sagen, man kann Nein sagen. Aber dazwischen, vielleicht, eventuell, das ist ein Zeichen dafür von einer groben Fahrlässigkeit und Schwäche. Wenn du jetzt Auto fährst, dann sagst du jetzt dann zum Beispiel auch nicht, ja, es könnte ja sein, dass ich einen Unfall baue, aber ich möchte es ja gar nicht in Wirklichkeit. Entweder man ist voll konzentriert auf den Straßenverkehr oder man fährt gar nicht und setzt sich gar nicht ins Auto. Und da kann man immer wieder für sich hinterfragen, was ist letztlich anders, wie man da jetzt walten lassen möchte. Aber nicht einfach mal zu sagen, ja, ich probiere es mal aus, ich versuche es mal, ich teste es, das gibt's nicht. Wenn dir das gefallen hat und du auch diese Möglichkeit mal für dich ausspielen möchtest, dann mach das, integrier das in deinem Leben und teile das mit anderen Menschen, die das jetzt hören und wissen müssen, damit die auch zu diesem Bewusstsein kommen. Und schau dir in diesem gleichen Atemzug auch meinen YouTube-Kanal an, das würde mich extrem freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.